Wir sind jetzt hier, keine Ahnung, so eine Dreiviertelstunde unterwegs oder so. Wir sind jetzt im zweiten Stau. Läuft richtig bei uns. Aber wir sind auf dem Weg, ja? Ja, geht ja gut los. Richtig scheiße. Es war ganz viel Stau und das Auto hat immer mehr angefangen zu quietschen. Denken so, was ist das denn jetzt? Und auf jeden Fall haben wir festgestellt, nee, du hast festgestellt. Das hinten rechts wird wahrscheinlich irgendwie was an der Bremse schleift, weil es so heiß ist geworden, ist die Felge. Und man hört es auch, wenn man das Rad dreht. Das ist wahrscheinlich irgendwo ein bisschen schleifend. So, erstmal abkühlen lassen, mal gucken, was wir jetzt machen. Problem erkannt, wir wissen, was es ist. Aber wir können aber auch nichts machen jetzt. Deswegen werden wir erstmal weiterfahren. Wenn es in den Rollen kommt, wird das schon funktionieren. Und dann, ja, wenn es halt das Rad abbrennt, haben wir halt ein Problem. Ist das sinnvoll? Nee, ne, machen wir lieber so. Ich habe mein Controller vergessen für die Kamera. Ich weiß also nicht, was die aufnimmt. Und auf die App habe ich keinen Bock, gerade die einzurichten. Ich finde, die müssten für so Action-Cams auch mal so Safeties entwickeln, dass man da auch wenigstens mal irgendwie die 2 sichern kann. Weil wenn die jetzt abhaut, also nur das Kunststoff hier rausknackt. Okay, was bombenfest ist, nebenbei bemerkt, aber trotzdem. So, fest den Laden. Ja, fester geht's nicht. Also. Okay. Ist die wirklich gerade? Einigen mag vielleicht der Papa hier bekannt vorkommen. Als ich mit Toni noch am Tag, als es hell war, hierher gefahren bin nach Frankfurt, sind wir von da oben runtergesprungen. Er ist durch die Gegend gerannt und meinte, das war hier sein hässliches Scheißerlebnis, was er hier hatte. Können wir mal kurz zurückblenden, vielleicht einblenden. Aber hier hat alles angefangen. Nein, da geht nicht. Aber hier waren wir schon mal. Das war gerade das hässlichste Scheißerlebnis in meinem Leben. War ein Scheißerlebnis, ja? Ja, es war auf jeden Fall nicht schön da drin. Alter, hier ist echt rutschig, yo! Wow. Krasse Info, ich weiß, aber so, jetzt ist es wirklich fest. Also ich glaube jetzt, hoffentlich ist es auch gerade. Ja. Woo. Wollen wir anfangen? Komm, steig ein, Magga. Okay. Geh's an. So, wir sind echt lange gefahren, hatten eine kleine Mini-Panne am Auto und wir fahren dann nach wie noch 8 Minuten, dann sind wir endlich in Frankfurt und können morgen starten. Wir müssen jetzt noch einen ganzen Kamerascheiß laden, endlich mal ankommen, vor allem bei den Freunden, wo wir pennen, die müssen eigentlich auch mal schlafen gehen, da sind wir auch ein bisschen spät dran, aber morgen können wir dafür frisch und munter durchstarten, ich freue mich und Erik glaube ich auch so ein bisschen. Jo. Lol. Guck mal da, noch ein Typ. Warte, wir haben es jetzt. 20.45 Uhr sind endlich in der Unterkunft angekommen und wie lange sind wir gefahren? 6,5 Stunden reine Fahrzeit, ne? Das Auto, 6,5 Stunden reine Fahrzeit mit Mini-Panne. Und jetzt werden wir erstmal Dinge auspacken und dann direkt pennen gehen, weil morgen geht es ja für uns schon ziemlich früh weiter. Ich muss auch noch den Vlog schneiden. Geil. Bis morgen. Tschüss.